Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Ja, wir sind hier weiterhin bei You im Wasteland. Wir haben unsere erste Stufe 1 Quest für ihn in der letzten Folge erfolgreich abgeschlossen. So, ich würde auch hier sagen, dass wir zunächst bei dem Fertigungspaket bleiben. Ich hier gerne ein bisschen was veräußern wollen. Ja. So, zweimal knüppeln. Mal kochen. Mal Schrotflinten. Selbstgebaute Schrotflinte 5. Das heißt, wir kommen der doppelläufigen näher. So, was hast du denn noch so? 80 Ost, interessiert mich nicht. Alter, sind die alle weit weg. 1,5 Südwest. Befallene beseitigen im Wasteland. Hast du einen Knall? Nee. Das traue ich mir jetzt noch nicht so ganz zu. Was wir jetzt mal machen könnten, ist einfach just for Geige mal noch ein bisschen weiter westlich fahren. Der Loot ist, soweit er leer sein soll, leer. Das Fahrrad ist auch leer. Ich habe uns draußen... Ach du, der lenkt mich doch am Arsch. Wir haben uns da vorne drei Kisten platziert. Gib Gase. Wow. Aber das scheint wieder nur so ein Stadtloser zu sein hier, deswegen. Hat er auch die Quests alle so weit weg? Aber irgendwas muss hier ja noch kommen. Sprichst du mit mir? Jetzt bleib liegen. Immer noch nicht, Hammer. Okay, für den Feral warst du aber ziemlich langsam. Ja, da hinten gäbe es auch noch einen Airdrop. Der wäre ja vielleicht mal eine Anlaufstelle. Ansonsten, ja, das verbrannte Gebiet haben wir noch nicht gesehen. Und das Schneegebiet. Wo ist der Kollege? Da mit drin. Okay. Ich bin ja gerne auf Straßen unterwegs. Und da ist schon wieder ein Bär. Jetzt mach doch mal einen ganz starken Schwenk nach links. Okay. Ich weiß nicht. Repper-Kit ist okay. Da. Ja. Hallo. Schon wieder ein Hund. Den gefallen mir nicht. Ich würde sagen, das machen wir schnell ohne Fahrrad. Aufpassen, wo wir hintreten.
in Mrs. City, okay. Ich vergesse immer, wie weit 500 Meter in diesem Spiel zu Fuß sind. Was rennt. Ja, jetzt ist es natürlich clever gewesen, das Fahrrad nicht mitzunehmen, aber wer konnte das wissen? Gut, wahrscheinlich jeder logisch denkende Mensch, der dieses Spiel kennt. Jobs. Jobs USA. Okay. In einer POI, aber im Wasteland. So, komm, jetzt hol dir erstmal den Airdrop. Schon voll, dass du da noch gar nicht angekommen bist. Und er lässt die einen immer zuerst erwischen, egal wann man ausholt. Ist für je. Das Ding sieht ein bisschen erhöht aus. Und viel Schaden haben wir nicht davon getragen. Zwei. Das ist alles tot. Ist tatsächlich hier auf dem Dach. Wa? Jetzt habe ich meinen Schraubenschlüssel versehentlich aussortiert. Ja. Jet, Antibiotika, ein Verband, Bücherpaket und ein Mods-Paket. Lass uns mal kurz hier drauf tun. Da haben wir noch zweimal Knüppel, sehr schön. Zweimal Schrotflinten, auch sehr schön. Doppelläufige Schrotflinte, Qualität 1 freigeschaltet. Hervorragend. Und Knochenmesser 3 freigeschaltet. Schrotflintenpaket. Was ist da jetzt eine Pumpgun drin? Dann schmeiße ich mich weg. Geil. Ah, das ist doch, ey, das ist doch hervorragend. Dann haben wir hier nochmal sogar noch Schrotflinten, noch 3 Bücher. Aber wir haben eine 3er Pumpgun. Geilomat, komm her. Die wird gleich ausgerüstet. Verändern. Das kommt da raus. Die hat drei Slotplätze. Das heißt, die können wir zu Hause noch ein bisschen weiter ausstatten. Ah, das ist super. Das ist super. 8 Schuss immerhin. Magazinvergrößerung können wir auch noch einbauen. Super! Ja, es ist uns eigentlich dämlich hier. Wir haben eine Stadt gefunden und haben das Fahrrad da hinten liegen gelassen. Cop. Der kann mich mal. Das scheint mir jetzt auch keine kleine Stadt zu sein. Aber ohne Fahrrad.
Das hat sich ja schon mal gelohnt hier. 8 Schuss. Wie gesagt, das können wir noch verbessern. Dann würde ich sagen, wir holen das Fahrrad ran. Sehen zu, dass wir uns hier irgendwo platziert bekommen. Wie gesagt, fest mich schon irgendwo binden, habe ich ohnehin nicht vor. Dafür haben wir noch viel zu wenig von der Map aufgedeckt, aber ich würde mal sagen, je größer die City, umso besser. Es geht ja hauptsächlich darum, erstmal unsere Fertigkeiten voranzubringen und da wird es hier ja wahrscheinlich wieder eine ganze Menge dieser Art Kollegen geben. Schlag mal Band 7, wäre eine Metallkettenmod. Okay. Na, das ist natürlich super. Dreier Pumpgun. So, komm. Fahrrad ran. Die Straße hier hinten wahrscheinlich in die City reinführen. Ja, komm, jetzt mit dem Fahrrad dran. Das ist natürlich das Gefährliche an dem Sprinten. Wenn du keine Ausdauer mehr hast, wenn dann so ein Hund auf dich zurennt. Ein Dicky oder ein Sheriff? Ne, ein Dicky. Jo, das Ding luschert hier in die City. Ernsthaft. Was gibt's hier für einen Händler? Das sieht
wir nach einem Joel aus. Hm? Schon wieder ein Checkpoint. Ist das auch gar nicht der Händler. Das ist kein Händler, das ist nur der Checkpoint. Gut. Schleichen wir uns mal außen dran vorbei. Oh, ein Händler muss es hier irgendwo geben. Ich hab geguckt. Uhr 23:32. Da ist auch schon wieder jemand mutig unterwegs hier. Ich glaube, den können wir uns recht simpel clearen. Habe ich dich auf der Toilette gestört? Da bist du. So einer bist du. Das wird nichts. Und dann müssen wir uns da 1, 2 freilassen. Zack. Zack. Einen brauche ich gleich noch. Na gut, Folge ist eh gleich zu Ende. Dann kann ich das auch gleich nach der Folge machen. Und ich höre was. Ich hoffe, die kommen nicht an mich ran. Na, die müssen ja erst durch den Zaun an. Daher. Na gut, dann würde ich sagen, für diese Folge kommen wir zum Ende. Da vorne ist Terror-Uschi. Schalldämpfer habe ich da noch nicht drauf. Okay, dann lassen wir das dann lieber. Gut, ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Bis dahin.